Hi Leute, lange nicht mehr gehört, was? Tja, irgendwie gibt es ja auch im Moment nicht so viel zu tun, oder? Ich habe jetzt am Wochenende, heute ist übrigens Dienstag, ich habe am Wochenende nochmal Honig geschleudert. Hatte ich etwas mehr von erwartet. Aus den vier Völkern habe ich gerade 64 Kilo rausgeholt. Ich sitze übrigens gerade an einer Stelle hier, die wahrscheinlich etwas ungünstig ist. Ich habe gerade ein Mini-Volk, ein kleines Volk auflösen müssen, weil nur noch zwei Wabengassen übrig waren. Ah, ich fürchte fast, die Biene mochte mich nicht so wirklich. Ja, okay. Manchmal hat man das. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Schleier dabei. Naja, wie das so ist. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, im Moment gibt es ja nicht allzu viel zu tun. Wie gesagt, Honig geschleudert habe ich an die 64 Kilo. Hätte mehr sein können. Ich habe aber gerade noch mal durchgeschaut und so ein bisschen umorganisiert die Kisten. Und da sind noch so ein paar voll verdeckelte, komplett verdeckelte Honigwaben drin. Ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen umsortiert, sodass sie oben im Honigraum sitzen und dass die Bienen vielleicht noch den restlichen Honig, der so im Brutraum drin ist, dass der jetzt hochgetragen wird. Eventuell schleudere ich dann nochmal, mal gucken, wenn sich das lohnt. So für 5 Kilo braucht man die Schleuder auch nicht mehr dreckig machen, dann lässt man dann den Honig lieber drin. Könnte aber auch deutlich mehr sein noch. Ich warte nochmal 2 Wochen ab. Und alles, was dann erledigt ist, ist erledigt. Also danach gibt es nichts mehr. Man muss ja auch jetzt irgendwann mal anfangen mit Varroa-Behandlung. Da kann man jetzt schon mal so langsam nachdenken und auffüttern demnächst im August. Also da fange ich vor August fange ich damit nicht an. Eventuell vorher schon mal so eine erste Ameisensäurebehandlung. Muss ich mir noch die Menge an Nassenheider bestellen, weil ich bin ja dieses Jahr etwas gewachsen, was die Völkerzahl angeht. Und so viel Nassenheider verdunste habe ich noch gar nicht. Macht aber nichts. Kann man ja eben bestellen. Ja, was gibt es sonst noch zu tun? Wir können uns mal ganz kurz in die andere Richtung orientieren. Ja, da könnt ihr meinen Bienenstand aktuell sehen. Ihr seht da noch ein Volk mit einem Viererturm, mit 4 Zagen. Das liegt allerdings nur daran, weil in der vierten Zage oben Deckelwachs drin ist. Ein ganzer Bottich Deckelwachs von dem Schleudervorgang jetzt am Wochenende. Da sollen die sich mal gütlich dran tun. Vielleicht tragen sie mir das ja noch so ein, dass ich es noch mal rausschleudern kann. Ansonsten bleibt es halt drin über den Winter. Ja, die jetzt auf 3 stehen, also die 3 Völker, die jetzt noch auf 3 und der eine auf 4 auch, habe ich jetzt das Absperrgitter heute entfernt. Das heißt, ich möchte, dass die Bienen sich jetzt von dem unteren Brutraum so langsam in den zweiten Brutraum erheben mögen, um dann den unteren Brutraum komplett frei zu machen, sodass ich den bald, wenn das soweit ist, irgendwann im August, schätze ich mal, den komplett entfernen kann, sodass dann jeweils die Räume einen weiter nach unten rutschen. Also aus dem zweiten Brutraum wird der erste Brutraum und aus dem Honigraum wird dann der zweite Brutraum. So der Plan. Kleinere Völker überwintern dann auf einem Brutraum und die Wirtschaftsvölker, so sie denn stark genug sind, dann eben noch auf 2. Was gibt es sonst noch zu sagen? 2 Ableger. 3 Ableger habe ich da noch stehen. Jeweils 2 auf einer Zage und einen ganz, ganz starken Ableger auf 2 Zagen. Das war mein Sammelbrutableger, der Rest, der davon über ist. Der entwickelt sich auch super, also da hätte ich jetzt auch schon Honig ernten können, hätte ich das gewollt. Habe ich aber nicht. Den lasse ich jetzt auf 2 Zagen und der geht dann auch so in den Winter. Ansonsten, hier ist gerade frisch gemäht worden. Ich hätte euch das gerne nochmal gezeigt. Ja, ich kann euch das mal eben zeigen, pass mal auf. Hier ist echt eine Biene, die kann mich voll nicht leiden, die fliegt mich die ganze Zeit an. Ich hoffe, das geht gut. Kennt ihr das? Jakobskreuzkraut. Blöde. Es wächst nämlich hier alles. Die ganze Wiese war voller Jakobskreuzkraut. Und deswegen ist gut, dass jetzt gemäht ist. Ich habe schon einiges rausgezogen. Tja, ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Also ist es wohl so. Macht mich jetzt echt was so nervös hier, die Biene. Ich setze mich ja doch nicht im Schleier hin. Hallo? Gleich setze ich mich ins Auto. Gar nicht so eine schlechte Idee. So, Feierabend. Habe ich mir halt ins Auto gesetzt. Kein Problem. Soll sie doch kommen. Ja. Jakobskreuzkraut. Gefährlich, nicht gefährlich. Also es ist ja so, wenn eine Kuh so und so viel Kilo, jetzt kommt die mir auch noch hinterhergeflogen, die Blöde. Ja komm, geh nach Hause. Hier gibt es nichts für dich. Wenn eine Kuh oder ein Pferd so und so viel Kilo, ich glaube 100 Kilo Jakobskreuzkraut, ich weiß nicht, wie viel das sein muss, frisst, dann lagert sich so viel von diesem Giftstoff in deren Leber ab, das wird auch nicht abgebaut, dass das Tier hinterher stirbt. So,
Jetzt essen wir Menschen normalerweise kein Jakobskreuzkraut, weil das, warum sollte ich? Aber wir essen den Honig, wo die Bienen vom Jakobskreuzkraut eventuell den Nektar gesammelt haben könnten. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viel Honig muss ich denn essen, um so viel Gift in meine Leber einzulagern, dass ich irgendwann davon sterbe oder krank werde. Das wird ja reichen. Und da gibt es offiziell vom Land oder vom Bund noch keine Grenzwerte. Das heißt, wahrscheinlich muss ich da kiloweise Honig in mich reinfressen, damit das irgendwann mal eine Bedeutung für mich kriegen kann. Gut, als Imker isst man schon das ein oder andere Glas, aber ich glaube nicht, dass das Ganze so gefährlich ist. Selbst hier, wo relativ viel Jakobskreuzkraut war, habe ich keine Bienen da drauf gesehen. Das heißt, habe ich auch gelesen, solange noch eine andere Tracht da ist, und hier gibt es ganz viele Disteln zum Beispiel oder Klee oder hier hat alles Mögliche geblüht. Wie gesagt, ich hätte es euch gerne gezeigt, aber die haben gerade gemäht hier vor 5 Minuten. Solange noch was anders da ist, fliegen die Bienen das wohl nicht so gerne an. Also das scheint wohl nicht so eine tolle Tracht zu sein. Von daher, wenn ich jetzt nicht so ein Riesenfeld mit Jakobskreuzkraut vor der Tür habe, wo ausschließlich das Zeug wächst, dann muss ich mir, glaube ich, keine so großen Gedanken machen. Wenn ihr andere Erkenntnisse habt, dann kommentiert mir das bitte oder wie ihr das seht. Weil ich bin ja nicht da der Stein der Weisen, was Jakobskreuzkraut angeht. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen? Der aktuelle Honig ist sehr, sehr flüssig, schön dunkel, kräftig, herb. Also wirklich herb schmeckt der. Also ich habe ja gedacht, ich kriege dieses Jahr wieder wie letztes Jahr 3 Ernten hin. Eine war vor ungefähr 4 Wochen. Ihr erinnert euch, ein Video gibt es dazu. Eine war jetzt am Wochenende. Ich hätte aber auch schon vor 2 Wochen wieder ernten können. Da war schon genug drin. Ich hatte halt keine Zeit und dann war das Wetter doof. Ja, und dann habe ich gedacht, ich könnte noch eine 3. Ernte hinkriegen, wenn die Linde durch ist. Aber die Linde ist schon lange durch bei uns. Ja, letztes Jahr war die Linde genau 1 Monat später fällig. Hallo? Ich habe voll Besuch hier im Auto. Alles voller Bienen. Naja, ich glaube, ich muss mal so langsam fertig werden, sonst nehme ich gleich hier einen ganzen Bienenstock mit nach Hause. Tja, also was will man machen? 2 Ernten nur dieses Jahr, knapp. Ich überschlage jetzt mal 140 Kilo mit 4 Völkern. Das ist 35 Kilo ungefähr, ne, pro Volk. Das ist nicht viel, es ist okay. Würde ich jetzt eine 3. Ernte noch machen können, hätte ich ungefähr so viel wie letztes Jahr. Da hatte ich nämlich 50 Kilo pro Volk. Aber die 3. Ernte fällt dieses Jahr wohl leider aus. Vielleicht gibt es noch eine kleine Ernte. Hatte ich ja gesagt, ein paar Kilos sind noch drin. Und da muss ich so langsam zusehen, dass ich eingefüttert kriege. Auch so ein Thema. Wie macht ihr das am besten? Vorletztes Jahr habe ich mit irgendwelchen Schüsseln hantiert, wo ich dann Zeugs reingepackt habe, damit die Bienen nicht ersaufen. Letztes Jahr hatte ich so Eimer, die mit Unterdruck, da, wo man die so umdreht, dann ist da so ein Gitter dran. Dann kommen die Bienen von unten. War eigentlich okay, allerdings ist mir das Risiko zu hoch. Und man muss die Eimer auch immer komplett voll machen. Man kann also nicht mal eben 2 Liter einfüttern. Man muss immer einen ganzen Eimer einfüttern. Ja, dieses Jahr werde ich mir wahrscheinlich eine Futterzarge oder sowas für meine Völker kaufen. Also 1, 2, 3, 4, mindestens 5 Futterzargen mir kaufen. Oder es gibt so, habe ich gesehen, so 6 Liter Behälter, so runde, sehen aus wie so ein Donut. So ein Deckel drauf, da können die Bienen auch von unten rein. Und da passen 6 Kilo oder 6 Liter rein. Das erscheint mir ganz gut zu sein, praktikabel zu sein. 6 Liter oder... Was ich heute gelesen habe, und da möchte ich gerne mal eure Meinung zu wissen, irgendwie in so einem Pappkarton, so ein Beutelsystem, wo man oben aufschraubt, dann kommt da so ein Steigrohr rein und da können dann die Bienen rein. Ja, dann stellt man diesen gesamten 16-Kilo-Kanister, ich habe jetzt vergessen, wie die Dinger heißen, wie gesagt, 16 Kilo so ein Teil, die kann man direkt oben in so eine Leerzarge einstellen, Deckel drauf, fertig. Und dann hat man sofort 16 Kilo Futter. Also ich weiß nicht, wie viel Trockenmasse das macht, 10 Kilo oder so, hat man damit einmal eingefüttert. Finde ich jetzt nicht so doof. Also vom Preis her auch okay. Das ist dann pro Volk sind das so 18 Euro. Wenn man das Steigrohr abzieht, sonst sind es um die 22 Euro pro Volk. Aber das Steigrohr bleibt einem ja. Müsste man sich glatt mal ausrechnen, was normalerweise das kostet. 12 Kilo Zucker pro Volk. Mal 70 Cent, ne? Das sind 8,40 Euro gegen 18 Euro. Weniger die Arbeit, die man hat mit dem Anrühren und so. Und das Zeug wird nicht so schnell schlecht.
Ne, Zucker kann man ja immer nur eine Ladung anrühren und der Rest wird ja dann schlecht, wenn das stehen bleibt. Tja, ich überlege mir das mal. Vielleicht könnt ihr mir den einen oder anderen Kommentar dazu ablassen. Vergesst nicht, mich zu kommentieren. Ich habe übrigens gesehen, 83% meiner Zuschauer sind männlich. Vielleicht sollte ich mir mal eine andere Frisur zulegen oder so. Und von den männlichen sind ungefähr fast alle in dem Alter zwischen 25 und 55. Okay, das ist jetzt schon ziemlich viel. Aber ich habe keine jüngeren Zuschauer. Sorgt mal für Imker-Nachschub, ja, auch in den jüngeren Jahren. Und keine älteren. Warum nicht? Habt ihr alle keinen PC? Ich hoffe, dass da auch einige Ältere dabei sind. Gerade so Imker. Ne? Das Vorurteil des Imkers, die sind ja alle 70 Jahre alt. Ja? Aber warum schaut ihr kein YouTube? Interessiert euch das? Ja, ihr wisst schon alles, ne? Ich weiß, ja. Nein, ihr könnt mir gerne mal kommentieren, was, wer ihr so seid und so. Würde mich mal interessieren, ob diese Google- oder YouTube-Statistiken so alle stimmen, die ich da so lese. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht gibt es dann wieder was Sinnvolleres zu berichten. Und wie gesagt, im Moment ist ja nichts, außer hier umher schwirrende Bienen. Und naja, okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Dennis.